Hat die dendritische Zelle den Erreger in der Phagozytose interzellulär zerkleinert und in Lymphknoten die Antigene am MHC präsentiert, ja, dann treten die T-Helferzellen in Aktion. Oh, Sie sind noch dran? Wer sich mit Ebola infiziert, der stirbt höchstwahrscheinlich. Die ersten Symptome sind Schwäche, Fieber und Muskelschmerzen. Und jetzt ist er bei uns im Studio, Martin Weinberger, einer der bekanntesten Wissenschaftsautoren und Preisträger des Goldenen Dialysegerätes 2013. Wer sich mit Ebola infiziert, der stirbt höchstwahrscheinlich, ja. Doch wie, liebe Zuschauer, funktioniert eigentlich unser Immunsystem? Unser Immunsystem besteht aus großen roten Dragees, die bei einer Auflösung von 400 mal 300 Pixel ins Gegenlicht wabern und bereits in gefühlten 400 Beiträgen davor gezeigt wurden. Herr Weinberger, als Studiogast müssen Sie Zusammenhänge erklären, dem Zuschauer einen Zugang bieten, aber dürfen nicht langweilen. Wie funktioniert denn das? Nun, leider gar nicht. Zum Glück haben wir einen weiteren Aspekt gefunden, den wir mit einem Einspielfilm beleuchten können. Keime in Krankenhäusern. Schlimm, schlimm, schlimm. Täglich eine Sendung machen, da sind längere Gesprächsstrecken natürlich sehr praktisch. So kann man wunderbar Zeit füllen. Killerviren. Sie sind eine der tödlichsten Gefahren des 21. Jahrhunderts. Aber sind sie so neu? Bereits im 14. Jahrhundert forderte der Schwarze Tod 25 Millionen Todesopfer. Doch kann das sein? Oder sind die Überlieferungen ein Fake? Wir wollen es wissen und machen den Fake-Check. In einer U-Bahn-Station beginnen wir, Menschen mit dem Pesterreger zu infizieren. Wenn das wirklich stimmt, dann müsste sich die Krankheit von dieser Person aus rasend schnell auf andere Menschen übertragen. Doch schon nach wenigen Versuchen die Ernüchterung. Niemand infiziert sich. Nur eine Person erleidet einen Anfall, weil sie auf Bullshit-Experimente allergisch reagiert. Die Geschichte mit der Pest ist also ein Fake.